Und das gelingt. Zulamin kniet sich neben dem sich vor Schmerzen windenden Tier am Fuß der Felsen hin, streicht über das blutige, schweißnasse Fell und greift dann mit einer gewissen Entschlossenheit mit jeweils einer Hand die gebrochenen Schienbeine. Das Tier zuckt zusammen und wirft den Kopf hoch, aber Zulamin hält fest. Und ja, die heilende Kraft der Pereine fließt in das gestürzte Tier, das sich dann sehr verwirrt aufrappelt und erstmal orientierungslos dasteht. Es ist alles gut. Komm. Komm, wir gehen zu den anderen. Aber mir, was möchtest du tun? Ich glaube, derweil die anderen beiden Ferkinas, die wir da getötet haben, ebenfalls auf diesen leichten Haufen hingeschliffen und die verbrennt zusammen mit dem Harley Jean den Häuter. So ist ein ekelhaft dichter Qualm wahrscheinlich um das Lagerfeuer entsteht, um diese Feuerstelle. Naja, also den Leichenberg wird man dann sicherlich an der Stelle von Rafim errichtet haben. Diamantas wird die zumindest dahin schleppen, damit man dann eben nicht neben eurem Lagerfeuer, wo eure ganzen Sachen sind, diesen ekelhaften Gestank von verbrennenden Menschenfleisch hat. Okay, ich habe so verstanden, dass Kelbara diesen leichten Dreck an Ort und Stelle angesetzt hat. Ja, Kelbara macht das mit Harley Jean, aber die anderen Toten werden weiter im Süden abtransportiert. Ich hätte jetzt auch die beiden Leichen auf mit draufgeschmissen, aber okay. Ja, also sie hat halt ihre Hand genommen und zündet jetzt aus ihrer Hand diesen Manifesto, um ihn dann nach und nach zu verkuckeln und zu verbrennen. Ach so, okay. Und die anderen Leichen werden erstmal nur gestapelt, die sind noch nicht verbrannt. Genau, so wie ich auch stapel da hinten in der Ecke. Nun, was machen wir mit diesen Leichen hier? Wir können sie nicht hier rumliegen lassen. Wir könnten dieses Tentakelmonster bitten, sie zu fressen. Das war nur ein Witz. Das sollten wir nicht tun. Wir könnten sie auch ins Haus schaffen und ein Haus anzünden. Was machen wir mit den Pferden? Das finde ich gerade viel wichtiger. Da sind ja noch irgendwelche auf der Straße. 3 Stück oder so. Wir sollten sie mitnehmen. Dann sammle ich sie mal ein. Ich glaube, Zulamin kommt da an mit dem... Da ist noch ein anderes Pferd. Zulamin, habt ihr die anderen Pferde gesehen? Ich glaube, sie sind in die Richtung gelaufen. Soll ich mal gucken oder wollt ihr das machen? Ich bringe erstmal das hier zu den anderen. Wenn ihr sie einfangen könnt, ist gut. Solltet ihr Probleme haben, ruft mich. Ich schau mal. Ja, ich würde Zulamin anschauen, wenn der Rest unserer Kameraden doch nur so nützlich wäre. Ich muss sagen, mir ist fast das Herz stehen geblieben, als sie diese Aktion gestartet hat und einfach losgelaufen ist. Aber sie ist ja alleine ganz gut klargekommen. Doch, ihr wisst doch, was ihr da aus ihr gesprochen hat. Das war Kors Kampfgeist. Sie hatte Glück. Sie hätte auch tot sein können. Sie hat Talent, aber mir, das ist ein Unterschied. Wenn es mehr Gegner gewesen wären, wäre sie jetzt tot. Ja, und Kor hätte es für gut befunden. Es war leichtsinnig. Naja, es war mutig. Es war leichtsinnig. Und dumm. Naja, aber mir... Ich würde ihn mal anschauen, er ist vermutlich voller Dreck. Naja, sie hat sich besser geschlagen als du. Ich habe überlebt. Ja, sie auch. Und bin nicht davon gerannt, um meine Kameraden im Stich zu lassen. Nun, Rafim sieht es dann mal so. Was, wenn sie unserer Hilfe bedürftig gewesen wäre? Dann würde sie jetzt tot im Dreck liegen und wir wüssten es nicht einmal. Ja, sehr, sehr gut. Wenn ihr heute ihr Ende gewesen sein sollte, dann wäre es so gewesen. Sie hat nichts verstanden. Unsere Stärke liegt in einer Einheit. Wir kämpfen als Gruppe und nicht als Einzelkämpfer. Nun, ich schätze tatsächlich, Rafim hat recht. Wenn sie sich schon nicht als übermäßig kompetente Magierin erweist, vielleicht scheint dies ihre Berufung zu sein. Hey, ich habe immerhin 2 von ihnen umgebracht. Nun, scheint ihr doch ein sehr gutes zweites Standbein zu haben, nicht wahr? Ventilo sitzt mit einem Spiegel da und tastet immer noch auf seiner Kinnverwundung hin und her. So, das war das erste. Fertig, hol die anderen. Ich möchte mich mal balsamieren.
Danke, sammelt sie da hinten. Wir sollten aufpassen, dass sie nicht mit unseren zusammenkommen. Sie werden sich vermutlich erst einmal nicht verstehen. Okay. Ich spreche ganz kurz mit Balsam. Ich lasse mir 10 Minuten Zeit. Ich möchte zweimal Kosten sparen. Das ist insgesamt eine +1. Für 7 LEP offensichtlich. Das schaffen wir und heilen damit eine Runde. Und es kostet uns 4 ASP. Ah, besser. Man sieht nichts mehr, oder? Naja, wirklich schön war der ja nie, aber... Darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich nicht aussehe wie ein Straßenstecker, Rafim. Ihr seht auf jeden Fall nicht mehr so blass aus. Nun, das kommt auch noch dazu. Der Fluss von Astralkraft ist stets förderlich für das Angesicht. Naja, ich würde euch ja meinen Schlagring leihen, aber ich glaube, das wird euch nicht gefallen. Nicht sicher, was ich damit anfangen sollte. Also nein, ich denke auch nicht. Naja, wer ist denn jetzt mit Wache dran? Nun, zuletzt ihr, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das ist leider richtig. Ja, wirklich viel schlafen könnt ihr dann höchstwahrscheinlich nicht mehr, wenn ihr dann in die Sterne blickt und Abelmir sein Chronometer hervorholt, könnt ihr dann die Alarmposten um 2 Uhr wechseln und Zulamin und Hippolyta würden dann den Rest der Wache übernehmen. Regeneration. Wenn ihr bis, ich sag mal, grob 6 Uhr oder so schlaft, dann fehlen euch 2 Stunden. Also 1W6 minus 2. Ich habe keine Wache gehalten, krieg ich denn auch? Du warst eben gerade wach. Nicht die Frage, die ich gestellt habe. Dann gib mir mal einen für deinen persönlichen Schlafplatz eine Wildnislebenprobe. Da bin ich so relativ gut drin. Da bist du gut drin? Okay, dann kriegst du sogar den ganzen W6. Ich wollte nicht, aber Paul Berra wollte. Okay, dann normale W6. Regeneration, ja? Ja. Für mich also doppelt, weil, hallo, Zahn der Zeit. Nee, nur Zahn der Zeit über 24 Stunden, nicht über eine Nacht. Ja, soll ich das heute Mittag um 12 würfeln? Soll ich dir dann noch sagen, ach ja, im Übrigen Zahn der Zeit, das vergessen wir doch bald. Wenn du schläfst, wenn du anstatt von 6 Stunden, 8 Stunden oder 9 Stunden oder sowas schläfst, also du gehst dann um 22 Uhr ins Bett bis 6 Uhr, da hast du ja genug Zeit zu schlafen, aber du bist halt nachts. Mit Wecken und so. Nein, eine Regeneration. Ich verstehe nicht, was du meinst. Du hast halt nicht durchgeschlafen. Ja. Und? Na los, dann mach. Sorry, ich verstehe. Ja, dann mach einen ganzen W6 und einen W6 minus 2. Okay, darauf kommen wir. Dann aber du hast sowas von Schmerzen in den Knochen, weil es deine Knochen einfach nicht mehr aushalten. Das glaube ich dir, sind noch nur 3 Punkte. Ja. Das Wichtige ist aber viel eher die ASP und die kommen hier. Ja, ja. Da ist er wieder voll. Nein, Gottes Willen. Da kommt noch einer drauf. Ich bin nicht mal 3/4 voll. Gut. Hast du eigentlich eine Ahnung, was Dämonen zu kontrollieren einen kostet? Ihr könnt am nächsten Morgen erholt, nicht so sehr erholt, aufstehen und eure wenigen Habe, die ihr dabei habt, wieder zusammenraffen. Wie geht's weiter? Nun, dies war bis jetzt eine überaus unbequeme Reise. Ich hoffe, wir kommen bald an, Capitania. Nun, es sollte nicht mehr weit sein bis zum Baron Ula. Müssen wir den überqueren? Wir wissen es nicht so genau, oder, Kalbara? Die Stadt soll in den Fluten versunken sein, aber Näheres ist, glaube ich, nicht bekannt. Wir wissen, also wo aktuell Jerkesh liegt. Ich habe selbstverständlich bereits in Jerkesh geschaut, aber es gibt dort keine Ruinen im Wasser oder so etwas, weder im Fluss noch in dem kleinen See. Also ich würde sagen, dass wir erst einmal nach Jerkesh vorstoßen und uns dann mit dem Tetraeder beschäftigen. Sulamin betrachtet die Mauern um sich herum. Was sind das überhaupt für Ruinen? Irgendeine Ahnung?
Ich gehe mal davon aus, dass dies die Überreste von Harlijin oder seinen ähnlichen Gefolgsmännern sind. Seit dem, wie gesagt, 35-Tage-Krieg, den Hafax im Jahr 1027-28 über das Land brachte, in dem ihr auch beteiligt wart, hat es viele verbrannte Dörfer hier gegeben. So etwas wie eine Wildermark, sagt man bei euch, glaube ich, im nördlichen Gebiet. Das ehemalige Dapazien? Ja, dort sind viele schlimme Dinge passiert. Ich bin einmal hindurchgereist, aber ich kenne mich nicht wirklich gut dort aus. Aber ja, die Zustände dort sind schlimm. Selbiges gilt hier in Aranien. Die Wachen von Arkos Schar versuchen es zwar, auch einige Rosenritter, die ausgezogen worden sind, aber es sind viele eigene Kriegsfürsten, die sich hier gütig tun. Nun, dann sind diese Gebäude wohl in der Neuzeit zerstört worden. Und dieses Ding im See macht mir zwar Sorgen, aber nun, da es sich nicht blicken hat lassen, sollten wir wohl weiterziehen. Davon gibt es tatsächlich eine ganze Menge. Ihr solltet wirklich aufpassen, wenn ihr an Seen im Aranischen oder im Oronischen Wasser holen wollt. Das ist tatsächlich immer gefährlich. Wo sie herkommen, weiß ich tatsächlich nicht. Ihr habt also auch keine Ahnung, um was es sich handeln könnte? Nun, ich habe wohl gehört, dass Serpentilio eine Meinung dazu hatte. Bitte? Serpentilio tastet sich immer noch am Kinn herum. Worum ging es? Das Ding im See. Die Tentakel, die man des Nächtens sehen konnte. Da sie nicht mit uns interagiert haben, tun wir einfach so, als wären sie uns egal. Und wir ihnen. Ihr habt das nicht zugehört. Naja, also wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich diesen ausgezeichneten Ort noch nutzen für eine Liturgie. Man spürt ja richtig hier Kursgeist. Wenn ihr wollt, Kapitän, ja, werde ich dem Ding im See nachspüren. Hm? Lasst euch nicht fressen. Ja, ich würde auch sagen, bringt euch nicht in Gefahr. Ich rolle mit den Augen und fange an meinem Gutongi zu konferieren. Das für euch so aussieht, als würde Serpentilio halt mit der Luft sprechen auf Brissard. Nein, auf Brissard, weil es jetzt unter Wasser geht, das ist stimmiger. Verstehe ich aber. Und das ist gut. Er schickt ihn zur Suche nach dem Unbekannten in den See und beschreibt ihm die... das, was wir gesehen haben, oder das, was man ihm beschrieben hat, zumindest. Nichts als bräuchte ich die ASP. Krakenmolche? Krakenmolche, genau. Es ist ein Krakenmolch. Das sind, ich rechne es gerade aus, ASP, die ich gerne zurückhätte. Also, es sind da viele Krakenmolche, die da drin sitzen. Er sucht ein bisschen und findet dann drei. Er findet drei Krakenmolche, die er dir rückmeldet. Das Ganze dauert vermutlich auch nur 5 Minuten. Nicht mal. Wie erwartet, handelt es sich um Krakenmolche. Also nichts, was unsere Aufmerksamkeit bedarf. Wir sind im kleinen Bereich, der nah ist. Das hat mich also nur 15 HSP gekostet. Das geht ja noch. Was tut man nicht alles, um seine Neugier zu befriedigen? Naja, haben wir denn jetzt nun Zeit für eine Liturgie oder nicht? Nun, ist mittlerweile Tag. Wir haben geschlafen, oder? Es ist morgens, ja. Also wir haben 7. Stunde, ihr habt gerade gefrühstückt und habt die Schlafsachen wieder zusammengepackt. Viele hattet ihr nicht, aber... Wenn ich mich nicht täusche, eine Liturgie sprechen möchte, dann ist dafür Zeit. Wenn ich mich nicht täusche, sind solcherlei genoppte Zeitgenossen nicht unbedingt tagaktiv. Sie können es sein, aber vermutlich seid ihr auch eine als Gestalt imposant genug, dass ihr nicht schmackhaft ausseht. Naja, das Ganze würde mehrere Stunden dauern. Bis in die Nacht hinein? Naja, ich schätze so 3 Stunden. Ich denke nicht, dass wir noch einen ganzen Tag bis Yerkesh brauchen. Das heißt, wir sollten in jedem Fall noch bei Tageslicht dort ankommen. Ich schlage nichtsdestotrotz vor, Kapitania, dass ihr ein Auge auf die ganze Sache habt. Oder jemanden lassen habt. Auf den See? Auf Raphim, wenn er am See seine Liturgie durchführen möchte. Natürlich. Es ist ein Schlachtfeld, nicht wahr? Genau, Raphim würde sich neben den brennenden Leichenhaufen setzen. Und ich möchte jetzt anfangen, meine Rüstung zu weihen. Aha, okay, jetzt wo du wieder Karma-Punkte hast.
Ja, ist ein Schlachtfeld, mit dem, würde ich, mit dem ich dir Blut zugestehen. Der Toten, ja? Ja, die haben wir gerade getötet. Also Koi, Koi ist hier gerade ganz doll mein Freund. Ich finde, das sollte eine Erleichterung von 2 Punkten. Das war ein Paktierer von Belhalha. Ja, gibt Erleichterung. Okay, wunderbar. Ich würfel eine Objektfeile Grad 3. Ich möchte damit eine Grad 2 Liturgie dafür müssen wir sonst 4 nehmen. Ich wirke eine Grad 1 Liturgie in meine Rüstung. Du kannst auch davon ausgehen, dass es zurzeit noch Tempelqualität hat. Also mindestens einfach geweihter Boden. So maximal eine 3er Erleichterung. Ich würde das Ganze nämlich gleich jetzt im Nachhinein ausrechnen. Also. Ich würde ihn als mitbetende Geweihte unterstützen, denn ich kann die Liturgie auch. Ich schau mal gerade. Willst du dich wirklich da hinsetzen und seine Rüstung mit dem Blut der Gefallenen einreiben? Sie kommt aus Fasar. Stimmt, ist ein Punkt. Soll ich mal eine Überzeugenprobe würfeln? Ich glaube nicht, dass es nötig ist. Also Rafim und Sulamin hatten da eigentlich immer eine Verbindung. Hast du Eitelkeit? Ja. Du bist der Einzige. Oh. Ich schmiere nicht mich mit Blut ein. Ich bete mit. Achso, du schmierst mit, haben wir gedacht. Ich bete mit. Ist er nur im Geiste bei uns? Ja, also du kannst auf alle Fälle ihn unterstützen. Soll ich im Geiste auch bei dir sein, dann kriegst du eine Erschwernis. Nur eine Frage, weil ich es nicht weiß. Die Liturgie, die ich hier wirke, die kannst du, aber du kannst ja nicht die Liturgie, die ich dann eigentlich da reinspeichern möchte. Geht das trotzdem? Das ist egal. Okay, gut, ich wusste nur nicht, deswegen frage ich. Es geht ja jetzt um die ZD4-Sterne, die du bei deinem Werkweih kriegst. Serpentilio, wir können uns währenddessen mal deinen Verfallspunkt angucken. Was sind Verfallspunkte und ab wann passiert was? Die Interaktion mit den Niederhöllen ist nicht ohne ihre Gefahren. Und die siebte Sphäre saugt so lange an der stofflichen Existenz des Beschwörers, bis dieser langsam anfängt, in sich zusammenzufallen. Ein Beschwörer sammelt das Verfall an, vor allem schlechte Beschwörer oder diejenigen, die Dämonen gerne an sich selbst binden, sammeln langsam und schleichen einen Verfall an. Dieser sammelt sich bis zu einer gewissen Schwelle an. Die erste sind 5 Punkte. Dann wird eine Probe auf Konstitution abgelegt, ob ich einen dazu passenden Nachteil erhalte. Das ist dann die eigentliche Äußerung, der eigentliche Effekt von was auch immer mich da gerade die um dich herum schwirren hat. Solche Sachen zum Beispiel. Zum Beispiel ist Serpentinius schneller in der Alterung ebenso eine Verfallserscheinung. Deswegen sind lang gediente Beschwörer oder Paktierer auch meistens entsprechend entstellt, entweder sehr fett oder sehr hager. Ihnen fallen die Haare aus und sie haben Falten jenseits ihrer eigentlich relativ jungen Jahre. Rissige Hände, blutende Augen. Aber ein Punkt verfallen macht uns da nichts. Wir reden, wenn wir bei 5 sind, nochmal. Okay, also -3 aus der Gegebenheit und aus dem Blut meiner getöteten Feinde. +4 für den Grad. Gibt es sonst noch irgendwas, was mich hier beeinflussen sollte? Ich sehe keine Notlage, ich sehe keine Erfüllung von kirchlichen Aufträgen. Du sprichst das auf Grad 3? Ja. Okay, dann würfel ich das auch auf Grad 3. Also ich hatte in meinem Plan einfach, Grad 4. Einfach geweihter Boden für dich. Genau, da kommen meine -3 dann insgesamt raus, genau. Hast du ja gesagt. Genau, richtig. Für mich ist es, denke ich, gar kein geweihter Boden. Nee, für dich nicht. Du kannst ja noch umschulen. Ist sonst noch irgendwas relevant für mich? Wahrscheinlich nicht. Also du bist im göttlichen Auftrag unterwegs, würde ich sagen, immer noch. Also du bist zwar... Das war die 5er Erleichterung, stimmt's? Genau, also jetzt aktuell ist es nicht mehr der Schleier, den du suchst, aber es ist der Lustgürtel der Belkelel, den du in Jerkesh weißt. Also, das ist ein göttlicher Auftrag. Und Rafim hilft mir dabei. Dann ist das bei mir eine 1er Erleichterung. Das sind volle 18 Punkte. 18 durch 3 sind dann die LKP-Sterne, die Rafim dazu kriegt. Wie viele? Entschuldigung. 18 durch 3. So 6 plus 6 von dir. Genau, das sind richtige, echte LKP-Sterne. Was möchtest du in deine Rüstung einweben? Der dir über Schlachtfeld streitet. Das aus unerfindlichen Gründen gerade Einzelturgie ist. Ja, und die kannst du dann einmal aus deiner Rüstung auslösen in deiner Aktion? So verstehe ich das. Und danach ist halt Opo. Gut. Also bei Jalan hat mir damals gesagt, eine Aktion zum Auslösen, ja. Eine Aktion, genau, wie bei Artefakten. Dann, also wie bei magischen Artefakten. Artefakte kann man auch auf 0 oder auf 7 Aktionen anstellen, egal. Danach ist die Weihe im Übrigen futsch.
Also sobald, genau, du es auslöst, so hat das auch vorgestellt. Genau. Sobald du es auslöst, entfliegt auch dir weg bei. Okay, wunderbar. Dann würfel ich jetzt um 1 erleichtert aus der gesamten Erschwernis. Weil ich bin ja, ist ja kein göttlicher Auftrag für mich, das für den Gürtel der Belkalet suchen. Das ist zwar nett, aber. Nee, genau. Also für dich ist es geweihter Boden, aber für Zulamin nicht. Es ist aber auch für dich kein göttlicher Auftrag im Gegensatz zu Zulamin. Käfer Zulamin. Gut Deutsch gesagt. Ist kein göttlicher Auftrag, nur normale. So, dann habe ich insgesamt 15 Punkte über, plus 6 die Zulamin. Sind das echte Punkte oder ist das. Das sind echte Punkte. Okay, da sie eine volle, ganze, echte Geweihte ist. Sehr schön. Dann haben wir jetzt 21 Sternchen über. Jetzt meine Frage. Meine Liturgie, die ich da eigentlich reinballer, wie würfel ich die nochmal separat aus? Fun, fun, fun. Das steht nirgendwo. Wäre auch zu genial, wenn das irgendwo stehen würde. Ich würde tatsächlich sagen, Fosti, dass er jetzt mit den jetzigen Modifikatoren nochmal seine Liturgie auswürfelt und die dann einfach mit diesen Zettel hier doch. Hätte ich jetzt genau so gemacht. Mit diesen Akapesternen drin stehen. Genau, so wie beim Reversalis. Ja, das ist zwar ein bisschen weird, weil es hebelt halt so Späße wie Modifikatoren durch die mondstichdrungene Umgebung aus, die ja sehr heftig werden können. Aber. Ja, ich würde es aber genauso, halt. Ich würde es genauso machen. Okay, dann es ist ja nicht, warte mal, gerade 1 Liturgien sind gar nicht erschwert, das ist korrekt, richtig? Ja. Dann hätte ich also meine 3 Erleichterung komplett. So. Dann habe ich hier 16 Punkte über. Ah, nee, stimmt nicht. Kriege ich hier auch die Punkte vor Zulamin oder nicht? Da würde ich jetzt das nicht mehr nehmen, ne? Was für eine Liturgie ist das denn? Ja, über Schlacht verschaltet. Ist ein guter Punkt. Ja, okay, die habe ich nicht. Also kann ich dich da aber auch nicht unterstützen. Nee, also nur deine Rüstung wird geweiht und dann sprichst du die Liturgie ein und da hilft dir Zulamin dann nicht mehr mit.